So, wir sind heute im Lauf an der Begnitz. Das ist 15 Kilometer nördlich von Nürnberg. Da treffen sich die Menschen das erste Mal, so viel ich weiß. Ja, angemeldet ist und der Lauf läuft. Ja, wer der Veranstalter ist, also es ist als Versammlung angemeldet, als Demo. Aber der Atze und ich, wir schauen uns das einfach einmal an. Ich warte schon lange drauf, dass da hier in der Gegend auch was passiert. Das scheint heute das erste Mal zu sein. Ich habe selber noch nichts mitbekommen. Schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Menschen sind schon einige da, kann man schlecht schätzen. Allgemein zu wenig natürlich, ist klar, aber das ist schon mal der Anfang. Wir sind hier am Laufer Marktplatz. Da ist der Atze, ist dabei. Wir waren am letzten Montag, waren wir hier in Nürnberg, haben wir Flyer verteilt. Ein paar Flyer haben wir noch und die schauen wir, dass wir die heute noch unter die Leute kriegen. Beobachten wir mal das Ganze. Mal schauen, wo die hinlaufen. Ja, das geht jetzt los. So. Da sind wir. Schätze mal so, momentan so 200, schätze ich mal, der Anfang. 200, so in dem Drehatze, denke ich auch. 108, 240, ohne Drehung. Ja. Gut, schauen wir mal, Franz. So, der Zug bewegt sich. Einfach hinterher, einfach hinlaufen. Mama.
plötzlich gemobbt, die haben mal, die haben sogar zum Geburtstag eingeladen. Okay. Die sind jetzt Ausland für ein Jahr. Okay. Und dann hat sich das gedreht. Ja. Ah, okay. Das Gymnasium verteilt, ne? Okay. Und war denn auch noch? Zypern. Wow, das ist wow. Bauernstechen. Ja, heiß. Sehr heiß war es. Heiß und sehr teuer. Das ist sehr für Russen so das Rückenkopf in Europa, ne? Erhält es ein bestimmtes Visum, wenn man 2 Millionen investiert. Schon 7 Minuten, aber das wascht. Ich will den Zug jetzt einmal ein bisschen bis da vorne hin einmal. Seid ein wenig länger an der Bar gerade. Lauf mal vor und versuch mal von vorne zu machen, okay? Alles gut.
Vorne stehen die Ordnungskräfte wieder, wie es so üblich ist. Dürfen ja nicht fehlen. Naja, so viel, ganz so viele Menschen sind es noch nicht. Aber ist schon mal gut, dass die jetzt aufwachen und aufstehen. Ich gehe davon aus, viele waren wieder nur wegen dem Symptom, das hier herrscht seit 2 Jahren, laufen und nicht wissen, was die Ursache ist. Aber wie gesagt, also Atze und ich, wir haben noch einige Flyer und die bringen wir jetzt unter die Leute. Und wenn bloß 3, 5 Leute dabei sind, die das Thema einigermaßen verstehen, dann ist das schon mal gut.